Glück auf, Schatz aus dem Schacht, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ich freue mich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute mal so ein paar Fakten mit, was heißt Fakten, ist vielleicht wieder übertrieben. Es geht einfach mal so um ein paar Dinge, wie es weitergehen soll auf meinem Channel und so weiter, weil ich ja die ein oder andere Nachricht bekommen habe und so weiter. Ja, erstmal das Positive vorweg. Wir sind endlich fast fertig mit Hausbauen, also wir werden nächste Woche beginnen, die Möbel und so weiter einzuräumen, dann ist es nicht mehr weit, bis ich endlich sagen kann, hey, ich habe wieder richtig Zeit für YouTube-Videos und so weiter. Und ja, ich würde mich dann auf jeden Fall freuen, wenn ihr natürlich auch wieder aktiver werdet. Ich kann euch das nicht übel nehmen, ich kann aber auch einfach nicht mehr produzieren. Also wie gesagt, es ist halt echt momentan eine schwierige Zeit, die ich durchgemacht habe. Natürlich habe ich jetzt wirklich mein eigenes Reich, ein eigenes Haus, wovon viele wahrscheinlich ewig träumen werden oder vielleicht noch lange drauf warten müssen. Natürlich hat das für meinen YouTube-Channel, sag ich mal, den ein oder anderen Abonnenten gekostet. Ich kann es aber, wie gesagt, nicht ändern und ich hoffe einfach, dass die Zeit wie vor dem Hausbau wiederkehrt. Ich werde auf jeden Fall alles dran setzen. Der ein oder andere hatte mich ja auch gefragt, ja, neuen Channel machen oder hörst du auf und so weiter. Aufhören ist wirklich die allerletzte Lösung, wenn ich merke, es nützt einfach nichts mehr, die Leute schauen meine Videos nicht mehr, sie finden es nicht mehr toll und so weiter und so fort. Dann würde ich das vielleicht in Erwägung ziehen, weil es dann einfach nichts mehr bringt. Im neuen Channel werde ich definitiv nicht machen, weil ich da einfach zu viel Nächte, zu viel Zeit, zu viel Arbeit, zu viel Herzblut in diesen Channel gesteckt habe. Und ja, ich werde halt einfach wieder da anknüpfen, wo ich halt aufgehört habe. Ich habe mir das ein oder andere überlegt, was ich dann machen möchte an Serien. Ihr könnt mir natürlich auch unten mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine gute Idee habt oder wo ihr sagt, hey Blacky, das würde mich mega freuen, wenn du das machen würdest. Dann werde ich das auf jeden Fall versuchen umzusetzen. Das andere, was ich unbedingt machen will, das habe ich ja schon so oft angekündigt, dass ich das vorhabe, ist in Livestreams. Ich habe es ja schon mal ausprobiert, der ein oder andere hat es vielleicht sogar gesehen. Ich habe das da mal mit der Elgato Software ausprobiert, funktioniert eigentlich relativ gut, ist aber nicht ganz so optimal. Ich werde da wahrscheinlich auf ein anderes Programm noch umsteigen, da muss ich aber erstmal einige Einstellungen und so weiter noch machen. Aber das ist auch ein Thema, wo ich echt Lust drauf habe und ich hoffe natürlich ihr auch, dass ich einfach, wenn ich halt mal zocke oder so, einen Livestream anmache oder ich dann halt einfach mit euch zusammen zocke, dass ich halt sage, ey, mach irgendwie einen Livestream mit Abonnenten oder ja, sowas in der Art halt, habe ich mir einfach gedacht, wenn ich schon zocke, dann einfach einen Stream anschmeißen und die Videos werde ich dann extra noch machen. Ich will natürlich auch wieder darauf hin zurück, dass ich 2 Videos die Woche bringen kann, ist aber momentan halt einfach nicht machbar gewesen. Und ja, auch wenn ich mich wiederhole, es tut natürlich ein bisschen weh, wenn halt die Aktivität oder auch aktive Abonnenten verloren gehen. Kann es aber nicht ändern, das war halt einfach so, es ist eine schwierige Zeit, die macht wahrscheinlich auch jeder YouTuber mal durch. Ich hoffe natürlich, dass ich halt einfach da wieder anknüpfen kann und ja, ich habe die ein oder andere gute Idee, wo ich mir einfach denke, hey, das könnte was werden und würde mich natürlich freuen, wenn er mich da einfach weiter unterstützt. Auch ein mega fettes Danke an alle Leute, die immer noch so aktiv meine Videos schauen und so weiter, die mich unterstützen, wo es nur geht. Und ich freue mich auch einfach wieder auf die gemeinsame Zeit mit Leuten im CS zu chillen. Da hatte ich auch einfach in der letzten Zeit überhaupt keine Zeit dafür, weil wenn ich irgendwie um 9 erst rüberkomme vom Hausbau, dann esse ich nur irgendwas und dann ist man einfach so fertig, dass man überhaupt keinen Bock mehr hat, den PC einzuschalten, geschweige denn zu zocken. Aber hört mir auf, Leute, mit Zocken. Ich habe echt letztens mal wieder Advanced Warfare gespielt und ich habe 2 linke Hände, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist echt krass, wenn man eine ganze Weile nicht zockt oder halt immer mal bloß gegen Bots, mal eine halbe Stunde oder so. Aber ich bin optimistisch, dass ich da wieder anknüpfen kann, wo ich aufgehört habe. Und ja, was dann alles kommen wird, werden wir uns mal überraschen lassen. Vielleicht habt ihr, wie gesagt, auch eine gute Idee unten in die Kommentare. Ich freue mich einfach mega, wenn ich irgendwelches Feedback bekomme, was ich machen könnte, wie ihr meine Videos findet, was ich optimieren könnte. Also einfach alles, was euch irgendwie einfällt, stört, was auch immer, einfach unten in die Kommentare. Aber Kommentare, mit denen ich was anfangen kann, weil wenn ihr jetzt irgendwie schreibt, scheiße, dann kann ich damit nichts anfangen, nützt mir auch überhaupt nichts. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich freue mich einfach auf die Zukunft mit euch jetzt wieder. Werde auch auf der Gamescom am Start sein, werde ich aber nochmal ein separates Video dazu machen. Ich wollte einfach nur mal bloß so ein paar Dinge loswerden, die mich halt momentan bedrücken, die mich auch ein bisschen traurig gestimmt haben, dass halt einfach der ein oder andere halt inaktiv geworden ist, aber lässt sich nicht ändern. Es war ja auch Sommer. Da ist sowieso als kleiner YouTuber immer relativ schwierig, meiner Meinung nach, weil viele halt einfach draußen sind. Ist ja auch verständlich, mache ich ja auch gern. Und ja, wie gesagt, auf eine gute Zukunft. Ich hoffe, dass Black Ops 3 auch richtig geil wird. Das wäre natürlich das Optimale. Und ansonsten, ja, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus.